Proben an der Lumpziger Bockwindmühle. Das Theater Altenburg-Gera bereitet das Musical Krabat vor. Komm zu mir! Hör meine Stimme! Mach dich auf die Reise! Hörst du? Komm zu mir! Du hast den Meister reichlich nervös gemacht, weil du hast so lange gebraucht, um uns zu finden. Seid ihr alle gerufen worden? Man kommt nicht zufällig an diesen Ort. Hierher muss man eingeladen werden. Und wie lange bist du schon hier? Das kann ich gar nicht genau sagen. Die Zeit verschwimmt hier mit uns. Die Volkssage wurde schon mehrfach verfilmt, allerdings gibt es im Altenburger Land eine Uraufführung. Das Musical wurde von Manuel Cressin geschrieben, die Musik stammt aus der Feder von Olaf Kröger. Achso, hatte ich, da warst du nur gerade im Gespräch. Nee, klar, sag, klar, klar, klar. Ich würde weitergehen. Nummer zwei, ja? Nummer zwei. Guck mal, ich weiß, dass, dass es sich nicht einreißt, dass wenn das erste Mal rauskommt, muss es schon der... dass ich nicht mitkriege, du wartest auf den, oder du... Ich spiele eigentlich, ich höre drauf, ob ich Kontakt zu dem Jungen kriege. Ah, das, also es ist ein bisschen in between. Komm ruhig selbstsicherer, dann nimm den Kontakt nach da. Okay, kein Ding. Also immer im Himmel, du schickst es in den Himmel. In Ordnung, ist kein Ding. Das ist nur, weil das ist jetzt der Königsauftritt, der muss... Und ja. Du kennst ja schon deine Optik, das ist ja erstmal ein Hingucker. Okay. Und, Schauspieler Sebastian Schlicht in der Titelrolle, Thomas C. Zinke als der unheimliche Müller. Verstärkt wird das Schauspielensemble durch Sänger und Musiker des Philharmonischen Orchesters und den Opernchor. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber man liegt doch ein paar Schritte zurück. Ich hatte ja ein bisschen die Hoffnung, ich würde dadurch ein bisschen Gewicht verlieren, aber man hat dann auch danach, man hat dann auch Lust auf was zu essen. Also ich glaube wirklich, abnehmen werde ich nicht, aber es ist auch gut, ein bisschen Bewegung nach den ganzen Monaten, wo ich mich nicht so viel bewegen konnte, jetzt hier übers Feld zu laufen und an der frischen Luft zu sein, das macht schon Spaß. Ich denk an dich immer zu und warte, dass die Stunde kommt. Okay, danke. Olaf, ist für dich, willst du es? Von meiner Seite aus ist es okay? Wart ihr gut klar? Ja. Ja, ja. Andreas, ihr auch, ja? Ja. Gut? Ja? Kommen wir los, wir hören uns nicht viel, dass ihr an seid. Also, wir hören euch sehr gut. Wir hören euch sehr gut. Robert? Ja. Das war jetzt mit. Als erstes hat es unglaublich Spaß gemacht, als es hieß, wir können wieder proben und auch spielen. Also wir hatten die Proben ja schon gestartet, wo wir so ein bisschen überlegt hatten, na, wir tippen mal, wir könnten das spielen. Schön ist, dass wir dann gleich mit so einer spartenübergreifenden Produktion zusammengekommen sind, dass sich gleich wieder mehrere Leute begegnet sind. Aber ich muss auch sagen, so ein bisschen Kondition hat man dann doch verloren. Also es waren die ersten Proben sehr aufregend, wo auch Kollegen sagen, boah, es ist, ich fühle mich gerade, als würde ich das erste Mal überhaupt auf der Bühne stehen. Und wir waren dann doch erstmal sehr erschöpft.
nach den Proben, man musste sich erst wieder daran gewöhnen, dass man in dieser Hochkonzentration da wieder rangeht. Also man kann das zu Hause für sich trainieren während des Lockdowns, aber dann miteinander zu arbeiten, das war nicht lange, das war so 3-4 Tage, aber die waren schon schlauchend und dann hat es Wuff gemacht und jetzt läuft es gut und wir haben alle großen Spaß und sind einfach glücklich, wieder zusammen herumspinnen zu können. Alles ist hier aufgezeichnet, aufgeschrieben und vermerkt, was die Meister ausgezeichnet, ausgetrieben und bemerkt. Haben Sie hier festgehalten, haben Sie hier eingetragen, lerne, was die Weisen halten. Also der Ort spielte eine sehr große Rolle, da das diesmal anders war. Normalerweise schreibt man ein Stück und sucht dann das Bühnenbild dazu. Wir hatten hier zuerst das Bühnenbild, weil wir gesagt haben, wir wollen was an der Bockwindmühle machen und jetzt brauchen wir ein Stück dazu. Und der Ort war mir bekannt, einfach schon, ich war glaube ich 2010 oder 2011 war ich das erste Mal an der Bockwindmühle, die ja einfach ein zauberhafter Ort ist. Und hat sich dann nochmal geändert. Anfangs, ich wusste auch, es gibt diese Kulturscheune, mit der man macht, und da wollten wir so auf beiden Ebenen spielen, was durch die Pandemie sich geändert hat. Dann haben wir das Stück nochmal umgeschrieben. Aber die Mühle war beim Schreiben schon zentral. Wir haben aber gesagt, also nur pur die Mühle, das geht nicht. Deshalb hat dann unsere Bühnenbildnerin, die Gesine Ma, noch einen kleinen Vorbau gemacht, damit wir doch noch einen Szenenwechsel machen können, damit nicht alles nur immer an diesem einen, mit diesem einen Blick ist. Ja, Meister. Danke. Olaf, willst du es nochmal? Bitte? Gut. Dann gehen wir in die Vokalise. Ja. Ja. Dann gehen wir weiter in die Vokalise. Wo wird es? Ich würde da einfach hin. Ja. Da hinter dem Zelt. Ja. Da gegenüber. Da haben wir guten Kontakt. Also ich stehe bei der Tür. Nur dass die Zuschauer da, die sehen dich nicht. Eigentlich nicht. Okay, ja. Gut. Und Robert, Monitor ja. 10%. Einer von uns bedeutet nicht mehr allein. Mit Komponist Olaf Gröger setzt man dabei auf eine sichere Karte. Schon beim Theatererfolg Barbarossa ausgekifft, trafen Grögers Musik und Cressins Schreibkunst aufeinander. Also, ich habe erstmal angefangen, als wir sagten, Krabber, diese Mühlengeschichte, das ist ja eine sehr alte sorbische Volkssage ist, die kurz nach dem 30-jährigen Krieg entstanden ist, in der die Leute viel Hunger hatten, viel Tod unterwegs gewesen ist, eben nach dem Krieg. Und dann kam gleich nach dem Krieg kam die Pest übers Land. Und ich habe erstmal recherchiert und alle möglichen Quellen, die es gibt, zusammengesucht, um daraus eine Geschichte zu formen, die spannend ist und da einen Bezug auch findet mit etwas, wo ich sage, womit können wir heute was anfangen und sollte eben, also diese Sage hat sehr viel mehr, auch wenn man guckt, wann das entstanden ist. Die Leute sehnten sich in einer Zeit, wo der Tod überall um einen herum war, nach einer Heldengestalt, die einen daraus befreit. Also es gibt auch, Krabat hat auch ein historisches Vorbild, wie man so sagt, und es gibt ganz viele verschiedene Anekdoten. Interessant ist, dass die erste Schriftform erst im 19. Jahrhundert entstanden ist, obwohl diese Sage sehr viel länger ist, die wirklich mündlich übertragen wurde und dann das erste Mal schriftlich festgehalten wurde. So gibt es ganz viele Geschichten, wo man dann immer, wenn irgendwas passiert, sagt, da muss der Krabat her oder das hat der Krabat gemacht. Und so entstanden diese Geschichten und da habe ich viele gelesen und geguckt, wie mache ich die in eine Geschichte, die mich interessiert, die wir auch, also die sich auch eignet für eine theatrale Umsetzung. Also da gibt es dann natürlich Geschichten, das kriege ich jetzt Freilicht als Zaubereffekt so nicht hin. Es steckt aber noch sehr viel mehr dahinter. Gemacht. 21 Uhr, das Orchester hat Feierabend. Mit Schauspieler Thomas C. Zinke und Sänger Ulrich Burdack gehen die Proben weiter. Zinke hat sich den Fuß verletzt und man muss die Szenen darauf anpassen. Und
dann müsste das Ding kommen. Okay. Ja. Ja? Mhm. Soll ich mal die Tiere für dich machen? Bitte. Ich mach mal die Tiere. Also, ja, aber nur einer. Es gab einen Zwischenfall. Was soll das heißen? Verlierst du die Trends? Ja, ich muss ich gleich. Ja. Was soll das heißen? Ja. Also, es gab einen Zwischenfall. Was soll das heißen? Verlierst du die Kontrolle über deine Burschen? Nein. Du weißt, was du mir schuldig bist. Ach, ich habe mir bereits einen neuen Burschen ausgesucht. Er ist sicher schon unterwegs hierher. Hab nur Geduld, Gevatter. Du weißt, dass ich nicht sehr geduldig bin. Und dann kannst du... Würde das trotzdem funktionieren, das Rausdrehen? Das ist eben gerade das Problem. Weil ich dachte, das Problem war es rübersteigen. Nee, das Drehen. Das ist das, was gerade richtig weh tut. Dann ist es doch gut, was nur so ein... Ja, genau. Ja? Ja, okay. Entschuldigung. Ja. Können wir noch mal? Na klar. Ich mache mal die Tiere. Aber nur einer. Es gab einen Zwischenfall. Oh. Was soll das heißen? Hast du deine Burschen etwa nicht unter Kontrolle? Doch. Du weißt, was du mir schuldig bist. Ich habe bereits einen neuen Burschen ausgesucht. Er ist sicher schon auf dem Weg hierher. Habt bitte Geduld, Gevatter. Du weißt, dass ich nicht sehr geduldig bin. Was soll's? An die Arbeit! Los, bewegt euch, ihr Säcke! Du könntest noch mal nachhaken. Ja? Von mir aus. Auch jetzt auf einmal. Ja. Na, von mir aus gerne. Ja? Ja, dann stehst du nicht so lange mit dem Ding da so. Also ich, er ist mit Sicherheit schon unterwegs hierher. Habt bitte Geduld, Gevatter. Du weißt, dass ich nicht sehr geduldig bin. Aber ich glaube, da musst du noch mal ausholen. Ja. Ich glaube, sonst ist es mir nicht so klein. Du weißt, was du mir schuldig bist. Ja. Du weißt, was du mir schuldig bist. Ah! Ich habe bereits einen neuen Burschen ausgeschaut. Er ist sicher schon unterwegs hierher. Habt bitte Geduld, Gevatter. Du weißt, dass ich nicht sehr geduldig bin. Was soll's? An die Arbeit! Los, bewegt euch, ihr Säcke! Vorsicht, sterbt? Ja. Ja, also für mich geht's gut. Ja, geht gut. Ja. Als dann schon fast alle zu Hause sind, geht für die Beleuchtung und den Regisseur die Arbeit weiter. Start der Vorstellung ist jeweils 21 Uhr. Erst am Abend und in der Nacht kann man an den Stimmungen an der Mühle arbeiten. Verstehen Sie denn auch hier? Das ist Mutter und Herbert in diesem ersten, wenn er losgeht. Hast du da noch was? Da ist doch so einer. Der ganz oben rechts auf dem Klo. Der, genau. Ja, jetzt hat er mich genau. Schon jetzt läuft der Vorverkauf für Krabat auf Hochtouren. Einzelne Vorstellungen sind schon ausverkauft, denn die Platzmenge ist aufgrund der Corona-Pandemie limitiert.